So, ich bin nun dabei, die 10. Reihe zu stricken, so wie wir das berechnet haben. Wir sind etwa bei der Mitte der Ärmelhöhe von der Achsel aus gemessen und nun setzen wir eine Markierung in der Mitte. Wir haben ja 36 Maschen angeschlagen, an beiden Seiten jeweils 30 Maschen aufgenommen, also haben wir 96 Maschen. Das heißt, wir bringen nach 48 Maschen eine einfache Markierung an. Denn von der Mitte aus wird ja dann der Halsausschnitt gerechnet und gestrickt. So, also ich stricke die 10. Reihe und werde nach Masche 48 eine Markierung anbringen. Nämlich jetzt. Und ich stricke die Reihe zu Ende. Nun überlegen wir nochmals, wie wir den Halsausschnitt stricken werden. Wir haben ja Folgendes vor. Nach 10 cm war die Hälfte der Höhe des Vorderteils. Nochmal 10 cm für den Ärmelbereich. Für 10 cm benötigen wir 26 Reihen. Die Hälfte von 10 cm wären 13 Reihen. Du hast richtig mitgerechnet, wir haben nun schon 16 Reihen verbraucht, das spielt aber keine Rolle. Wir haben es uns einfach gemacht. Und wir haben 36 Maschen angeschlagen und werden die Hälfte der Maschen, also 18 Maschen, für den Halsausschnitt verwenden. Nun stricken wir bis zur Mitte, also bis vor die Mitte, und werden in der Mitte einmal zuerst 8 Maschen abketten. So, ich stelle nun ein bisschen schneller, damit es nicht zu lange dauert. Ich beginne mit dem Abketten der 8 Maschen für den Halsausschnitt, 4 Maschen vor der Mittemarkierung. So, die 4. Masche vor der Markierung wird gestrickt und die Masche davor wird über diese Masche drüber gezogen. Eine Masche stricken, die Masche vorher drüber ziehen. Eine Masche stricken, die Masche vorher drüber ziehen. Eine Masche stricken, die Masche vorher drüber ziehen. Die Markierung kann ich nun wegtun. Noch 4 Maschen, eine Masche stricken, die vorige drüber ziehen. Eine Masche stricken, die vorige drüber ziehen. Eine Masche stricken, die vorige drüber ziehen. Eine Masche stricken, einmal noch die vorige Masche drüber ziehen. Wir haben 8 Maschen in der Mitte abgenommen. Und nachdem wir nun 2 Teile haben, werden beide Seiten nun separat fertig gestrickt. Und ich habe mir das so ausgerechnet, wir wollten 18 Maschen für den Halsausschnitt verwenden. 8 Maschen haben wir schon abgekettet, bleiben 10 Maschen. Wir werden dann auf beiden Seiten noch einmal 3 Maschen und einmal 2 Maschen abketten. Jetzt stricken wir aber zuerst einmal die Reihe. Ich notiere mir das immer ein bisschen, so wie du hier siehst. Ich schreibe mir auf Ausschnitt Abnahmen, damit ich es dann später beim zweiten Teil auch noch weiß. In der Mitte 8 Maschen abketten und an beiden Seiten einmal 3 Maschen und noch einmal 2 Maschen abketten, ergibt diese 18 Maschen, die wir verwenden wollten. Ich stricke bis ans Ende, also bis zum Ärmelbündchen und dann wieder zurück bis zur Mitte für die nächste Abnahme. Ich habe hier diese Teile absichtlich nicht herausgeschnitten aus dem Video, dafür ist das Video zwar länger, aber damit du buchstäblich nicht den Faden verlierst und genau sehen kannst, auch wenn es schnell geht, wie ich das stricke. Also bis zum Ärmel und wieder zurück bis zur Mitte. Und hier werden nun 3 Maschen abgekettet, wieder am Anfang.
eine Masche stricken, die vorher gestrickte darüber ziehen. Das war die erste abgekettet. Eine Masche stricken, die vorige darüber ziehen. Eine Masche stricken, die vorige darüber ziehen. Mitte. Und wieder bis zum Ärmelbündchen und wieder zurück bis zur Mitte. Schneller gestellt. Aber damit du genau siehst, was ich an welcher Seite mache. Retour wieder bis zur Mitte. Und am Anfang der Reihe nun noch zwei Maschen abketten. Eine Masche stricken, die vorige darüber ziehen. Eine Masche stricken, die vorige darüber ziehen. Und noch einmal bis zum Ärmelbündchen und noch einmal retour bis zur Mitte. Warum wir wieder retour stricken bis zur Mitte, erkläre ich dir gleich. So, einen Teil des Ausschnittes haben wir schon. Warum wieder zurückstricken bis zur Mitte? Wir haben ja von rechts, also zuletzt von rechts weggestrickt, bevor wir mit dem ersten Abketten begonnen haben. Das heißt, wir haben hier geendet und wir enden deswegen jetzt auch wieder in der Mitte. Der Arbeitsfaden, den du hier links siehst, den lassen wir stehen. Denn mit dem stricken wir dann weiter und jetzt machen wir die gleichen Abnahmen an der rechten Seite, also am rechten Teil von hier aus gesehen, und dafür nehmen wir einen neuen Faden. Wir brauchen für den Pullover, brauchst du ja ohnehin zwei Knäuel, das heißt, ich nehme einfach den Faden vom zweiten Knäuel. Das heißt, als nächstes stricken wir die gleichen Abnahmen auf der rechten Seite, also wenn man es von vorne anschaut, den Vorderteil auf der rechten Seite. Auch hier genauso abketten wie auf der anderen Seite, also zuerst drei Maschen abketten, eine Masche stricken, die vorige drüber ziehen, eine stricken, die vorige drüber ziehen, eine stricken, die vorige drüber ziehen. Also zuerst drei Maschen abketten und auch hier bis zum Ärmelbündchen stricken und wieder retour bis zur Mitte für die nächste Abnahme. Die zweite Seite des Halsausschnitts also ganz genauso stricken wie die erste. Nächste Abnahme zwei Maschen. Eine Masche stricken, die vorige Masche darüber ziehen. Eine Masche stricken, die vorige Masche darüber ziehen. Und auch hier wieder bis zum Ärmelbündchen und wieder retour bis zur Mitte stricken.
So, wir haben nun beide Halsausschnittseiten parallel, also spiegelgleich gestrickt. Nun gilt es noch ein bisschen Überlegung. Also wir haben hier ungefähr 20 cm Breite. Nachdem wir ja einen einfachen runden Halsausschnitt machen, muss der auch schön weit sein, damit der Babykopf bequem durchpasst. Wie gesagt, wird es ein eigenes Video zum Thema Halsausschnitte geben. Was wir eigentlich stricken, ich mache hier noch einmal eine Skizze. Wir wollen ja möglichst wenig Nähte haben. Also wir haben 10 cm für die erste Hälfte des Vorderteils, 10 cm für die zweite. Hier ungefähr haben wir nun den Halsausschnitt begonnen. Nun müssen wir noch ein kleines Stückchen geradeaus nach oben stricken am Halsausschnitt. Und wir werden da einfach auf der Vorderseite, also am Vorderteil, noch 6 Reihen dazu stricken. Und wir stricken dann ja gleich weiter mit dem Rückenteil, damit wir uns eben die Schulternähte ersparen. Und üblicherweise ist der Halsausschnitt am Rücken ja ein bisschen weniger hoch als am Vorderteil. Das ist zwar bei einem Babypulli nicht so heikel, aber sind wir genau. Das heißt, wir stricken für den Rückenteil 4 Reihen geradeaus nach oben und beginnen dann wieder mit den Zunahmen. Das heißt, wir werden jetzt 10 Reihen geradeaus stricken. Und nach den 10 Reihen beginnen wir auf dem rechten Teil, nehmen wir auch jene Maschen wieder zu, die wir vorher abgenommen haben. Und zwar am Ende einer Hinreihe. Das heißt, wir haben zuletzt 2 Maschen abgenommen. Das heißt, wir nehmen hier 2 Maschen wieder mit Schlingenanschlag zu. Schlingenanschlag hast du im vorigen Video schon gesehen. Es gibt dazu außerdem auch ein eigenes Video. Und wir stricken diese Schlingen gleich links ab, weil wir ja jetzt auf einer Rückseite sind. Das heißt, nach den 10 Reihen geradeaus werden hier nach innen wieder 2 Maschen zugenommen. Dann strickst du wieder bis zum Ärmelbündchen und wieder retour bis zur Mitte. Und als nächstes werden 3 Maschen zugenommen, also umgekehrt, wie wir zuerst abgenommen haben. 3 Maschen mit Schlingenanschlag hinzufügen, diese auf der Rückseite wieder links abstricken. Und wieder bis zum Ärmelbündchen und wieder retour bis zur Mitte. Dann kannst du den Faden vom rechten Teil abschneiden. Denn der Arbeitsfaden wird der, der noch am anderen Teil hängt. Das heißt, wir werden dann mit dem Arbeitsfaden des anderen Teils weiter stricken. Also nochmal bis zum Ärmelbündchen und nochmal bis zur Mitte retour. Und den Faden mit ein bisschen Länge, so 20-30 cm, abschneiden, damit wir ihn dann später schön vernähen können. Schnipp. So, und wir sehen schon, was hier passiert. Das heißt, der Kreis schließt sich bald wieder. Und jetzt das gleiche auf der anderen Seite. Das heißt, zuerst 10 Reihen geradeaus hoch und dann wird auch hier wieder zugenommen
was wir vorher abgekettet haben. So, nach den 10 Reihen auch hier zwei Maschen zunehmen mit Schlingenanschlag. So, ich überspringe nun das Hin und Zurück, denn das, du weißt jetzt schon, wie es geht. Das heißt, bis zum Ärmelbündchen und wieder retour zur Mitte. Als nächstes drei Maschen mit Schlingenanschlag hinzufügen. Und wieder bis zum Bündchen und zurück zur Mitte. Und das finde ich immer einen ganz spannenden Moment, denn jetzt schließen wir den Kreis, indem wir die 8 Maschen, die wir zuallererst abgekettet haben, wieder hinzufügen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt wird einfach weiter gestrickt mit dem anderen Teil. Musst du noch die Fäden ein bisschen auseinander dröseln. Einfach weiter stricken und damit ist der Kreis geschlossen. Achte darauf, dass sich der Schlingenanschlag nicht verdreht. Und darüber strickst du dann, ich bin jetzt am Ende der Reihe, und da strickt man jetzt noch eine rechte Reihe darüber, denn du weißt, der Schlingenanschlag, das sind noch keine fertigen Maschen, das sind nur Schlingen. Erst wenn wir jetzt noch eine Reihe darüber stricken, sind feste, stabile Maschen daraus geworden. Die Rechenkünstler unter euch haben mich natürlich schon längst im Verdacht, dass ich wieder mal überzogen habe, nämlich die 26 Reihen, die ich für die Ärmelhöhe gerechnet habe oder geplant habe. Und ihr habt völlig recht, wenn wir jetzt abzählen, dann habe ich hier nämlich 28 Reihen, zwei Reihen schon über dem Halsausschnitt. Das heißt, wir haben schon 26 Reihen, also unsere 10 cm, brauchen aber danach noch 10 Reihen, so wie wir das beim Vorderteil gemacht haben. Das heißt, es werden jetzt 8 Reihen noch dazu gestrickt. Und bei so einem kleinen Babypullover spielt das überhaupt keine Rolle. Im Gegenteil, ich finde, hier schadet es auch gar nicht. Es wird aber dann Größentabellen geben für alle Pulloverformen, wo du die Maße genau und die Maschenanzahlen genau ablesen kannst. Wir treffen uns wieder im nächsten Video bei den Ärmelabnahmen und du strickst jetzt noch 8 Reihen geradeaus hoch.